Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Draußen fliegt irgendwas Lautes, ziemlich tief. Die Kinder und Dirk sind gerade draußen und packen die restlichen Zelte, die mittlerweile auch trocken sind, zusammen. Und ich bin in der Küche. Wir haben nämlich Mittwochnachmittag und zwar gleich 3 Uhr. Ich nehme jetzt erst die Kamera in die Hände, weil ja... Hat sich nicht ergeben. Also ich habe eine super Gesichtsfarbe gerade. Richtig gesund, weil ich gerade duschen war. Ja, mir ging es gestern Abend schlagartig irgendwie überhaupt nicht gut. Ja, bis um 3 Uhr bin ich zwischen Sofa hier unten und Badezimmer noch gerannt. Bin erst dann irgendwann mal nach 3 ins Bett gegangen, weil da hat sich der Magen irgendwie beruhigt. Keine Ahnung warum. War auch nur ich, der es spontan wieder nicht gut ging, aber das passiert häufiger. Mir geht es wieder einigermaßen, deswegen alles halb so schlimm. Aber deswegen habe ich heute Vormittag auch nicht die Kamera in die Hände genommen. Ich habe furchtbar ausgesehen. Ich habe mich auch ja ein bisschen geschont. Aber jetzt, bevor ich wegfahre zum MRT, möchte ich was ein bisschen vorbereiten. Nicht komplett kochen, aber vorbereiten für heute Abend. Abendessen. Und zwar Resteverwertung. Was denn sonst? Gestern gab es ja Kartoffel-Möhrenstampf. Davon habe ich, das ist nur ein Teil, noch jede Menge übrig. Ich kriege das nicht auf die Reihe, nur für eine Mahlzeit Stampfkartoffeln zu machen. Es bleiben immer welche übrig. Ja. Und heute mache ich wieder Küchlein da draus. Und nachher, also Soße habe ich auch noch jede Menge. Ich werde noch welche davon einfrieren. Auf jeden Fall Küchlein, die werden aber gefüllt. Und ich zeige euch, wie ich das mache. Also ich bereite die vor, packe die dann in den Kühlschrank und dann, wenn ich wieder da bin, müssen die nur noch angebraten werden, weil was dann auch relativ schnell geht, denke ich. Deswegen ja, aber alles jetzt vorbereiten, dann trinken wir noch schnell Tee und in einer Stunde spätestens müssen wir auch schon los. Pfanne mit Öl und ich habe jetzt hier in einer schönen Suppentasse ungefähr 300 Gramm Hackfleisch. Und dieses Hackfleisch werde ich jetzt erstmal anbraten. Okay, vielleicht sind es 350. Ich habe es nicht abgewogen. Einfach ein bisschen Hackfleisch. Und zu dem Hackfleisch kommen noch hier schon fertig vorbereiteten eine Zwiebel, eine Möhre und eine Solo-Knoblauch. Und alles schön winzig klein geschnitten mit dem Nicer Dice Präzision. Ich habe jetzt den hier, ne, und dann kann man sehen, richtig feine und ein bisschen gröbere Würfelchen. Bin ich auch nach wie vor sehr zufrieden mit dem Teil. Keine Werbung, wohlgemerkt. Genau, das kommt alles jetzt einfach mal dazu und wird mit angebraten. Das wird die Füllung sein. Mehr kommt hier nicht rein. Einfach nur Zwiebel, Möhre und Knoblauch. Sehr, sehr fein geschnitten. Die Zwiebel etwas gröber, aber Möhre und Knoblauch sehr fein geschnitten. Ich glaube, noch feiner ist nur spicy. Und dann wird die ganze Geschichte einfach nur gesalzen und gepfeffert. Vielleicht ein bisschen Paprikapulver dazu und das reicht dann auch schon. Das ist die Füllung. Einfach mal gut durchgaren erstmal, ne, anbraten und gar werden lassen, damit die Küchlein nachher wirklich nur noch angebräunt werden müssen in der Pfanne. Ja, und hier haben wir die Stampfkartoffeln, Kartoffelmöhrenstampf, wie auch immer das heißt. Ich überlege nur gerade, ob das reicht. Aber eigentlich ist das Ganze sehr sättigend. Runterstellen am besten. Man kann auch Deckel drauf machen, damit es auch wirklich nicht so dolle anbrennt. Aber sonst muss man nicht unbedingt noch was dazu tun. Na, also das reicht dann auch schon. Einfach mal
ein bisschen durchgaren. Ja, und das kann dann vor sich hin brutzeln und wir machen die Küchlein weiter. Die Hauptmasse werden die Stampfkartoffeln sein, dann ein oder zwei Eier, je nachdem, wie ihr das so lieber wollt. Noch ein bisschen Salz dazu, weil die ganze Geschichte ja noch etwas aufgefüllt wird, ne, mit Mehl und so weiter. Ein bisschen Dill. Und einmal vermischen. Ich gebe jetzt noch einfach mal hier so einen Esslöffel Schmand. Restliche aus dem Becher und verrühre das nochmal. Man kann noch ein bisschen Pfeffer dazu geben und dann Mehl. Einfach nur Mehl. Mehr benötigen wir auch nicht. Das wird auch alles sein, was wir für den Teig brauchen. Einfach ein bisschen Mehl. Das ist jetzt der Teig. Und der ist jetzt auch schon fertig. Die Füllung auch. Im Idealfall müsste man jetzt die Füllung ein bisschen abkühlen lassen. So viel Zeit habe ich nicht wirklich. Deswegen machen wir das einfach mal vorsichtig. So, ich habe mir überlegt, wie ich das am besten mache. Ich habe jetzt hier Mehl, ordentlich, weil das immer noch sehr klebrig ist, die ganze Geschichte. Deswegen, also Mehl nicht geizen und dann einfach nur flach drücken und die Füllung, wie so Pirashki, nur halt, dass der Teig sehr, sehr klebrig ist und dann einfach mal so zusammen machen. Zusammenkleben. Das ist super weich, also vorsichtig. Und dann haben wir auch ein bisschen vielleicht in Form solche Teile. Und ich denke, wir brauchen auch gar kein Paniermehl, wie ich am Anfang dachte. Sonst wird das zu, ja, da kann man gar nicht drin wenden. Ja, einfach mal was von dieser Masse nehmen. Haben wir jetzt genau 12 Stück, alles perfekt gepasst, nichts von der Masse, weder von Teig noch von der Hackfleischfüllung ist übrig geblieben, ist auch schon alles im Geschirrspüler und verräumt. Im Hintergrund hört ihr den Wasserkocher. Wir werden jetzt ganz schnell noch ein bisschen Teechen trinken und dann losfahren. Denn in einer Stunde ist mein Termin. Das heißt, in einer halben Stunde müssen wir schon los. Genau. Die Dinger, die decke ich gleich einfach mit Frischhaltefolie ab und packe in den Kühlschrank. Und wenn ich wieder da bin, dann werden die einfach in Öl angebraten. Oder in diesem Butterschmalz oder Pflanzencreme, was auch immer. Man kann die auch super gut im Backofen machen. Am besten aber dann das Backpapier minimal
einsprühen mit dem Öl. Es gibt ja diese Sprays, ne? Oder einpinseln. Und dann genauso minimal auch von oben diese Küchlein einpinseln. Mit wirklich einem Hauch nur von Öl und dann im Backofen. Die schmecken dann auf jeden Fall leckerer und ja, werden ein bisschen knuspriger. Ja, ich mache die höchstwahrscheinlich in der Pfanne. Es sind ja nur 12 Stück, die gehen sehr schnell. Ich zeige euch, ja, mindestens, also ich weiß nicht, wann wir wieder da sind, wie lange die ganze Geschichte dauert heute, wie es mir danach geht. Aber mindestens ein Foto von dem Ganzen werdet ihr zu sehen kriegen. Ich werde aber versuchen, euch zu zeigen, wie die in der Pfanne brutzeln. Genau, wir trinken Tee und aus dem restlichen Stampfkartoffeln kennt ihr meine Suppen, ne? Ich schmeiße dann einfach mal die restliche Soße mit ein bisschen, oder? Soße ist ja super lecker geworden, ich zeige es euch. Es ist ja jede Menge noch da. Ja, ein ganzer Topf. Das wird einfach eine Tomatensuppe, ne? Also ich mache jetzt noch ein bisschen passierte Tomaten mit rein, damit es noch tomatiger schmeckt. Und die Stampfkartoffeln, die übrig gebliebenen, einfach zusammen in einen Topf verrühren, ein bisschen noch irgendwie Flüssigkeit rein, abschmecken und dann ist das fertig. Das sind jetzt so zwei Lifehacks, sage ich mal, von mir. Die habt ihr schon ein paar Mal gesehen, wie man ja, es vermeiden kann, Lebensmittel wegzuschmeißen. Aus Resten kann man immer noch super schöne Sachen basteln. Sei es jetzt nun drum, solche Küchlein aus Stampfkartoffeln geht so vieles. Man kann es auch als einzelne Kuchen, ne, so ein Quiche, keine Ahnung, was Pie, ne, machen. Auch mit verschiedensten Füllungen. Man macht daraus Kroketten, Pfannkuchen geht auch. Was kann man noch daraus machen? Ach, alles Mögliche. Und vor allem super lecker in verschiedensten Suppen. Da bei mir eh Kartoffeln in jede Cremesuppe reinkommen, passt das wunderbar, wenn man jetzt die restlichen Stampfkartoffeln dazu nimmt. So, ihr Lieben, wir bereiten uns jetzt vor. Also machen uns fertig und machen uns dann vom Acker und wir sehen uns auf jeden Fall später nochmal. Ich habe den Teller gesucht. So ihr Lieben, das sind jetzt die fertigen Küchlein. Ja, so sehen sie aus. Ich mache gleich ein Foto, wie es von innen aussieht und ja, wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich wollte jetzt den Vlog beenden. Wir haben gerade gegessen, das war super lecker. Also alle haben gegessen, alle haben gesagt, das ist sehr lecker geworden. Moment, irgendwas ist im Auge. Die Küche ist sogar auch schon aufgeräumt, den Hall habe ich abgedreht. Die paar Sachen, die ich mir gekauft habe, habe ich euch auch im Hall gezeigt. Von meinem Mann habe ich auch Daumen hoch bekommen für die beiden Kleider. Haben mir auch sehr gut gefallen, vor allem weil die auch ziemlich günstig sind und mir auch tatsächlich gut stehen. MRT habe ich überstanden. Also ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe zwar die Spritze bekommen, aber ich war nicht komplett weg. Also ich habe eigentlich damit gerechnet. Vielleicht liegt das an den Medikamenten, die ich sonst immer nehme. Ne, also Tilidin, Zopiclon und so weiter zwischendurch. Ne, dass das vielleicht bei mir ein bisschen höher dosiert werden muss, aber auf jeden Fall habe ich es ertragen können. Ne? Also kann sein, dass ich da vielleicht auch ein paar Minütchen auch nicht so ganz ansprechbar war. Das ist umso besser. Ich kann mich nur gut daran erinnern, wie ich da lag und immer wieder versucht habe, nicht zu hyperventilieren. Ne? Habe immer wieder tief Luft geholt. Zum Glück ist es ja keine, wo man Luft anhalten musste oder sonst was Untersuchung gewesen, sondern nur, ich sag mal, Knochen und Gelenke. Und dann immer wieder musste ich daran denken, lass die Augen zu, immer mich daran erinnern, nicht die Augen aufmachen. Hätte ich die Augen aufgemacht, wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen, trotz Spritze. Aber so habe ich es wirklich durchgestanden. Es ist geschafft und ja, ich bin wirklich froh drum. Jetzt bin ich gespannt, was die Untersuchung ergeben hat, was die da jetzt sagen, die Ärzte. Ja gut, mussten ein bisschen bohren, ne? Also hier hat es nicht geklappt, da ist wohl zu vernarbt schon mittlerweile.
Hat sie mir dann hier noch geschafft, doch die Bronüle zu legen. Ja, war alles okay, hat auch gar nicht so lange gedauert heute. Letztes Mal habe ich eine Stunde gewartet und war in 3 Minuten draußen. Heute waren es insgesamt eine knappe Stunde, also mit Warten, Untersuchung so 10, 12 Minuten und danach ein bisschen warten, bis die CD fertig ist. Ja, Dirk hat mich gefahren. Okay, nachher fahren hätte ich natürlich nicht mehr gedurft und nicht gekonnt auch. So ganz leicht dusselig war ich schon. Ja, aber alles in einem ist wirklich gut gegangen. Ja, das freut mich ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich deswegen. Genau, das war jetzt das Video von heute. Ein bisschen Resteverwertung. Mir auch nicht, was ich euch so jetzt heute zeigen wollte, konnte. War ja wieder ein bisschen, ja, der Tag durcheinander, nicht ganz so, wie ich es eigentlich geplant habe, dadurch, dass es mir nachts nicht so gut ging. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.